FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Gestern durfte nach Doha mal durchgeschnauft werden, heute musste wieder ausgeschnauft werden nach dem ersten Training zu Hause. Morgen geht's dann ab zum Test nach Basel. Da gibt's natürlich nur einen Gast heute in den FCB News, Xherdan Shaqiri. Hallo, servus Xherdan. Wie ist die Umstellung gelungen von der Sonne auf den Schnee heute schon wieder? Ja, war schon ein bisschen komisch heute, als wir natürlich auf den Platz gegangen sind und den Platz angesehen. Also von den Verhältnissen her denke ich, die Plätze sind noch gut hier. Aber klar ist es natürlich ein Unterschied, von der Sonne natürlich hierher in die Kälte zu kommen. Aber du hast eine gute Farbe mitgebracht und kräftig gebaut wie eh und je und kurzärmlich im Studio. Das ist gut. Also morgen läufst du zum ersten Mal im Bayern-Trikot bei deinem alten Club FC Basel auf. Ist das aufregend? Ja, ich denke, es wird sicher ein bisschen komisch sein für mich, weil ich natürlich dort sehr schöne viele Jahre gehabt habe und auch wir natürlich viel Erfolg hatten. Und denke ich, wird es sicher auch ein bisschen komisch für mich sein, weil natürlich zum ersten Mal als Gegner dort im Stadion spielen werde. Und von dem her, aber ich freue mich natürlich auch sehr auf meine alten Arbeitskollegen und von dem her freue ich mich natürlich auch sehr auf die Fans. Werden viele Freunde da sein, Familie vielleicht? Ja, es werden sehr viele kommen, also von dem her wird es sicher auch für Sie ein bisschen emotional sein. Du hast ja viele Fans. Wir haben dein Kommen in den News angekündigt auf den sozialen Plattformen, also Facebook, Twitter, Google+. Knapp 3000 haben sofort geantwortet und wollen dir eine Frage stellen. Nehmen wir mal ein paar vielleicht heraus. André Rosenbecker zum Beispiel. Warst du schon als Jugendlicher so ein Kraftpaket, will der wissen? Ja, ich war natürlich schon immer so von der Natur aus gebaut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag im Kraftraum bin oder irgendwie meine Muskeln da trainiere. Also ich bin schon immer, ich glaube, es liegt an der Familie ein bisschen, dass wir alle ein bisschen muskulös sind. Das sind die Gene, ne? Ja. Claudia Häfeli fragt auf Schweizerdeutsch. Oh, das musst du jetzt vielleicht vorlesen, das kannst du besser. Was vermisst du am meisten aus der Schweiz? Also kann man ja übersetzen. Was vermisst du am meisten aus der Schweiz hier in München? Ja, vermissen, es ist ja nicht so weit weg, also von dem her bin ich schon immer ein bisschen in der Nähe von der Schweiz und auch von der Familie her, also ich vermisse eigentlich ab und zu eigentlich nur das Kochen meiner Mutter, also das Essen. Okay. Und sonst auch ab und zu einfach die Freunde, die ich noch in der Schweiz habe, die ich ab und zu nicht mehr so oft sehe, wenn ich viel unterwegs bin mit dem FC Bayern. Mhm. Noch eine Frage von Missy. Gibt es oder gab es einen Fußballspieler, den du immer bewundert hast oder als Vorbild angesehen hast? Ich habe schon immer den Lionel Messi eigentlich bewundert und habe auch immer seinen Weg verfolgt und verfolge es auch jetzt immer noch. Und ist natürlich schon ein Wahnsinnsspieler, den es vielleicht gar nicht mehr geben wird. Also. Gerade zum vierten Mal in Folge zum Weltfußballer geehrt worden. Ja, er ist ja so ein bisschen Typ auch wie du oder du wie er, ja? Deswegen auch vielleicht als Vorbild? Ja, klar. Also sicher auch ein Linksfüßler, ist auch klein wie ich. Und von dem her ist er sicher auch ein Vorbild für mich. Aber so weit zu kommen wie er, muss ich noch sehr viel arbeiten. Oh, du bist ja noch jung. Und eine letzte Frage, Melissa Weihrauch auf Twitter. Mit wem verstehst du dich am besten im Team? Ja, mit der ganzen Mannschaft. Also, das ist... Klar, habe ich mit den Jungen viel zu tun, mit David Alaba, Frank Ribéry, ist jetzt ein älterer, aber auch mit Emre Can und Rafinha, Timo Schuk, Mandzukic, also ich bin mit jedem eigentlich oft zusammen. Die meisten Fragen kamen von Frauen, ist dir das aufgefallen? Bist du so ein Frauentyp, ja? Nein, weiß nicht. Also ja, dein Trikot verkauft sich auch sehr häufig, am zweitmeisten, wie wir nachgerechnet haben, aber eine Frau habe ich noch nie gesehen im Trikot von Shaqiri, vielleicht kommt es noch. Ne? Was hast du dir für Ziele gesetzt 2013? Ja, das Wichtigste kommt doch natürlich erst im Sommer, das für mich ist das Wichtigste, Titel zu gewinnen mit der Mannschaft. Und für das müssen wir jetzt auch hart arbeiten, haben jetzt auch in Doha sehr gut gearbeitet und sind, glaube ich, auf dem besten Weg dazu, im Sommer dann die Schale hochzustemmen oder vielleicht auch mehrere Titel zu gewinnen. Und das ist unser primäres Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg und ich bin hierher gekommen, um Titel zu gewinnen. Und ich glaube, wir sind jetzt auf dem besten Weg. Und du bist immer dabei, wenn du gerufen wirst. In allen drei Wettbewerben hast du schon getroffen. Also du bist so ein Kaltstarter, oder? Wenn der Trainer sagt, komm, Xherdan, dann geht's los. Du brauchst nicht viel Anlaufzeit? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin meistens immer voll bereit. Und wenn der Trainer mich braucht als Stammspieler oder als Einwechselspieler,
versuche ich natürlich immer meine Leistung zu bringen. Das klingt gut. Alles Gute, danke fürs Kommen. Danke, Xherdan Shaqiri. Jan Kirchhoff hat seinen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der U21-Nationalspieler aus Mainz beginnt am 1. Juli und er hat sich natürlich schon was vorgenommen. Klar, es ist eine große Herausforderung hier bei so einem großen Club, also mit so guten Mitspielern zu spielen, aber wenn man die nicht annimmt, dann kann man nicht besser werden, deshalb bin ich hier. 1,95 Meter groß, der junge Mann. Das ganze Interview auf FCP-TV, genauso wie das Testspiel, also morgen beim FC Basel ab 16.30 Uhr live und exklusiv auf FCP-TV. Damit ein schönes Wochenende zusammen, bis zum nächsten Mal. Servus.